Bartholomäberg, eine Gemeinde mit rund 2000 Einwohnern. Ja, und übrigens die älteste Siedlung von Montafon, sagt man, wenn man den Historikern glaubt. Mhm. Und der Name Montafon kommt nämlich von dem rätoromanischen Wort durchlöcherter Berg. Ist auf die Bergbaugeschichte von Montafon zurückzuführen. Wieder was gelernt. Gut, dass du da bist. Ja, und wie Bartholomäberg bei Tageslicht ausschaut, schauen wir uns jetzt an. Bartholomäberg ist eine kleine, aber weitläufige Gemeinde. Das Dorf nimmt einen Sonnenhang in der Mitte des Montafons ein. Die Wallfahrtskirche gilt als Barockjuwel. So wie sie heute dasteht, stammt sie aus dem 18. Jahrhundert. Neben dem barocken Inventar gibt es einen gotischen Knappenaltar. Der ist rund 200 Jahre älter. Der Bergbau hat die Geschichte von Bartholomäberg geprägt. Vom Mittelalter an bis ins 18. Jahrhundert. Die ersten Menschenspuren fand man schon weit früher, etwa 3000 Jahre vor Christus. Bartholomäberg könnte laut Historikern der älteste Ort des Montafons sein. Heute leben hier 2300 Einwohner. Viele von ihnen tragen die typischen Familiennamen des Montafons. Die Ganal zum Beispiel, oder Walser, oder Kieber. Das sind ganz, ganz typische Familien, oder Zudrill, ist eine rätoromanische Familie. Und die haben sich ja dann mit den Rätoromanen gemischt. Und so sind wir das Montafon geworden. Das Dorf zählt auf seine zahlreichen Nebenerwerbsbauern, die die Wiesen pflegen und die Kulturlandschaft erhalten. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über fast 30 Quadratkilometer. Der Dorfkern liegt auf rund 1000 Meter, ein weiterer Ortsteil im Tal auf 600 Metern. Hier fährt die Montafoner Bahn durch. Das Bergdorf verfügt damit über einen eigenen Bahnhof. Eine wichtige Einnahmequelle ist der Tourismus. Auf die Wandersaison folgt die Wintersaison, denn Bartholomäberg liegt in der Nähe der großen Bergbahnen des Montafons.